Hallo, Guido hier von blockbuilders.de und ich will euch heute zeigen, wie Coinbase funktioniert. Coinbase ist einer der größten Kryptobörsen der Welt, mittlerweile sogar an der Börse gelistet. Das heißt, ihr könnt auch Anteile, also Aktien von Coinbase kaufen. Ist in über 100 Ländern verfügbar und auch in Deutschland. Häufig wurde mal in der Vergangenheit gesagt, Coinbase kann man nicht in Deutschland nutzen. Das stimmt aber so nicht. Zum einen ist Deutschland hier auf der Liste der unterstützten Länder. Und darüber hinaus gibt es mittlerweile auch die Coinbase Deutschland GmbH. Das heißt, wenn ihr im Prinzip bei Coinbase als Deutscher handelt, werdet ihr auch über die Coinbase Deutschland GmbH abgewickelt. Auch die Webseite ist auf Deutsch. Das heißt, wer die Sprache einstellen will, kann einfach hier nach unten gehen, falls die Seite nicht bei euch schon auf Deutsch ist, und kann das hier auf Deutsch umstellen. Was ihr dann machen müsst, um auf Coinbase zu handeln, ist, ihr müsst euch anmelden. Ich habe unten noch nochmal einen Link reingepackt. Wenn ihr euch mit dem Link anmeldet und dann Kryptowährung kauft im Wert von mindestens 100 US-Dollar, kriegt ihr Bitcoins im Wert von 10 US-Dollar gratis nochmal dazu. Bei der Anmeldung müsst ihr euch auch verifizieren. Dafür müsst ihr einen Ausweis oder einen Reisepass hochladen, ein paar Fragen beantworten, zum Beispiel nach eurer Adresse. Und dann werdet ihr in der Regel auch schon automatisch verifiziert. Das geht innerhalb von ein paar Minuten. Das heißt, ihr könnt dann auch gleich anfangen zu handeln. Außer wenn halt irgendwas unkenntlich ist, dann kann es schon mal sein, dass es länger dauert, die Verifizierung. Aber bei den meisten Fällen wird das sehr schnell gehen. Wenn ihr einen neuen Coinbase-Account habt, seht ihr hier am Anfang auf eurer Startseite auch noch immer die Striche, also die Schritte, wo ihr dann einfach anklicken könnt, um euch beispielsweise zu verifizieren oder um eine Zahlungsmethode hinzuzuführen. Grundsätzlich ist es so, dass ihr bei Coinbase entweder per Kreditkarte Kryptowährung kaufen könnt, das werde ich euch gleich zeigen, oder ihr könnt Guthaben auf euer Coinbase-Konto aufladen. Auch das werde ich euch zeigen, wie das funktioniert. Vorteil bei der Kreditkarte ist natürlich, ich könnte jetzt eine Kryptowährung kaufen und hätte die in spätestens einer Minute in meinem Coinbase-Account. Nachteil dabei sind die Gebühren. Ich kann durchaus bis zu 3,99% Gebühren dafür bezahlen, weil halt auch die Kreditkartenabwicklung so teuer ist. Wenn ich per Bankeinzahlung was kaufe, also mit dem Guthaben, was ich dann zu Coinbase überweise, zahle ich nur 1,49%. Wer nochmal mehr Gebühren sparen will, kann auch Coinbase Pro nutzen. Dazu mache ich nochmal ein separates Video. Das ist aber nochmal wesentlich komplizierter. Aber da könnt ihr für maximal 0,5% Gebühren in Kryptowährung kaufen. Habt aber halt eine wesentlich kompliziertere Börse, die eher für erfahrener Händler ist. So, wenn ihr da einmal einen Coinbase-Account habt, könnt ihr im Prinzip auch schon anfangen zu handeln. Das erste, was wir machen werden, ist einfach Bitcoin kaufen. Da gehen wir einfach hier entweder bei Favoriten auf Kaufen oder wir gehen hier auf Handeln und suchen dann Bitcoin und gehen dann hier auf Kaufen. Dann seht ihr auch schon, könnt ihr entweder einen einmaligen Kauf machen oder so eine Art Sparplan, wo ihr beispielsweise monatlich automatisch eine bestimmte Summe Bitcoin kauft. In der Regel wird man einen einmaligen Kauf beim ersten Mal machen. Dann könnt ihr benutzerdefiniert sagen, okay, ich möchte zum Beispiel 600 Euro investieren. Und dann habe ich ja schon eine Kreditkarte hinterlegt, würde ich auf Kaufvorschau klicken. Und dann würde mir eine Vorschau eingeblendet werden. Und dann seht ihr hier auch schon die Gebühren. Und dann könnte ich jetzt auf Kaufen klicken und die Kryptowährung im Prinzip jetzt kaufen. Das mache ich jetzt nicht. Genauso einfach, wenn ich schon Bitcoins in meinem Account hätte, könnte ich die einfach verkaufen. Genau. Und konvertieren gibt es auch noch. Das heißt, wenn ihr beispielsweise Bitcoin habt, könnt ihr sagen, okay, ihr wollt Bitcoin in Ethereum beispielsweise wandeln. Könnt ihr sagen, alles konvertieren. Und dann seht ihr hier auch eine Vorschau, wie viel ihr bekommen würdet. Der Vorteil dabei ist, dass ihr nicht hin und her traden müsst. Angenommen, ihr habt Bitcoin und wollt Ethereum haben, müsste man sonst ohne konvertieren erst Bitcoin verkaufen gegen Euro und dann mit diesen Euro Ethereum kaufen, was zweimal Gebühren verursachen würde. Beim Konvertieren tauscht ihr das nur einfach von einer Kryptowährung in die andere, was relativ einfach geht. Das, wie gesagt, das Kaufen per Kreditkarte. Können Sie mal die Gebühren anschauen. Sind wir jetzt bei 100 Euro.
3,84 € Gebühren. Also knapp 4%. Was man noch machen kann, um Gebühren zu sparen, ist, man kann eine Bankeinzahlung machen. Das hatte ich gesagt. Dazu geht ihr einfach auf eure Startseite und sucht euer Euro-Wallet. Also hier unter Ihre Vermögenswerte klickt ihr auf Euro. Dann könnt ihr einfach auf Einzahlen gehen. Und dann habt ihr hier eine Referenznummer, wo ihr die Überweisung hinschicken könnt, nach Estland beispielsweise in diesem Fall. Bei mir ist es so, ich habe einen Revolut-Bank-Account und wenn ich da an einem normalen Arbeitstag eine Überweisung hinmache, ist es in der Regel innerhalb von 10 Minuten gutgeschrieben bei Coinbase. Aber es kann auch sein, dass man halt ein, zwei Tage warten muss, bis das Geld beim Empfänger eingegangen ist. Und je nachdem, was man für eine Bank hat, kann das auch noch sein, dass die Auslandsgebühren verlangt für die Überweisung. Wichtig ist natürlich, dass der Name auf dem Bankkonto exakt der gleiche sein muss wie von eurem Coinbase-Konto. Das heißt, ich könnte jetzt nicht etwa vom Konto meiner Frau auf mein Konto, auf mein Coinbase-Konto Guthaben schicken, sondern der Name von Coinbase-Konto und Bankkonto muss immer übereinstimmen. Was ihr noch machen könntet, wäre eine Sofortüberweisung von Klarna, wo ihr dann im Prinzip das Geld sofort gut geschrieben bekommt. An dem Fall nicht. Gut, muss man sich ausprobieren. In dem Fall wäre es nicht so, aber in der Regel funktioniert das so, dass bei der Sofortüberweisung das Geld euch sofort gut geschrieben wird. Das zeigt euch aber an, ob das bei euch dann der Fall ist oder nicht. Das ist im Prinzip das Wichtigste zu Coinbase. Ein paar andere Sachen gibt es noch, die man wissen sollte. Man kann auch Kryptowährungen von Coinbase an ein externes Wallet schicken. Also alles, was man bei Coinbase kaufen kann, kann man auch irgendwo anders hinschicken. Einfach mit Senden sagen, okay, ich möchte 100 € in Bitcoin dann zum Beispiel an ein anderes Coinbase-Konto schicken oder an eine Bitcoin-Adresse. Die könnte ich hier einfach eingeben. Oder ich kann mir auch selber Kryptowährungen schicken, gehe hier auf Empfang. Kann dann sagen Bitcoin oder halt Ethereum oder was auch immer auswählen und hätte hier die Adresse, wo ich das hinschicken muss. Das, wie gesagt, zum Senden und Empfangen. Und eine Sache wollen wir uns auch noch anschauen. Mittlerweile ist es so, dass es einmal Coinbase Earn gibt. Das heißt, da kann man ein paar Dollar verdienen, wenn man sich manche Videos oder Informationen zu Token anschaut. Seht ihr hier 3 Dollar, maximal 3 Dollar. Das gibt es mittlerweile. Und dann habt ihr auch die Möglichkeit, einige Kryptowährungen sind ja Proof of Stake. Das heißt, da verdient ihr durch das Staken Geld und das macht Coinbase für euch. Und ihr bekommt dann sozusagen Zinsen. Das hat in Deutschland nochmal steuerliche Aspekte, die man sich anschauen sollte. Aber generell ist es so, dass ihr zum Beispiel hier wird dafür geworben, auf mehr erfahren. Könnt ihr hingehen und seht, okay, ihr könnt hier beispielsweise Tezos oder Algorand staken und bekommt dafür regelmäßig Gutschriften. Könnt ihr euch auch hier anschauen, wenn ihr zum Beispiel Algorand gestaked habt, gibt es täglich Zinsen. Bei Cosmos alle 7 Tage und Ethereum beispielsweise auch täglich. Das einmal zu den Zinsen, was ihr auch machen könnt. Da kann man sich halt auch rumprobieren und da kann auch nicht viel schief gehen. Das heißt, man hat ja auch kein Risiko, die Coins zu verlieren, da die durch Coinbase abgesichert sind. Das ist wie gesagt das Wichtigste. Wenn ihr noch Fragen habt, nutzt gerne unten die Kommentare. Wenn ihr keinen Coinbase-Account habt, nutzt gerne den Link, um euch anzumelden und nochmal 10 US-Dollar in Bitcoin gratis zu bekommen. Und ansonsten, wenn ihr das Video hilfreich fandet, würde ich mich über ein Like freuen und wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen Dank fürs Zuschauen.